Totgesagte leben länger. Für nen Representer BTM der Squad, sag mir, welche Crew ist besser? Haluke, Virus, Habischer, was los? 2013 zurück mit dem Album. Yo, mein Name ist Elgier und wir sind hier bei minusbars.de. Neue Plattform, die ich jetzt erfunden habe. Ich bin jetzt Moderator geworden, scheiß auf Rap und so. Und ich führe heute ein Interview mit den Jungs von BTM Squad, von Blackline. An alle anderen, die manche Leute sind sich zu fein oder die denken, wir dann, die haben keine Zeit vielleicht für uns oder um ein Interview zu führen oder so. Und wir scheißen einfach auf die, beziehungsweise ich. Komm immer dann nur zu dir, wenn du in den Charts bist oder so. Die können aber mir auch einblasen in Zukunft. Die brauchen nicht zu denken, dass wenn die nicht hier zu uns ins Studio kommt, dass sie dann irgendwann mit mir irgendwas machen können. Fickt eure Mütter. Außerdem stelle ich eh die besseren Fragen. Bei uns gibt's keine Tabus. Und deswegen haut rein, alle. Wisst ihr Bescheid. Was geht ab, Jungs? Alles fit? Was machen Sachen? Alles gut, Mann. Bei dir, Bruder? Läuft. Was geht, Haluk? Alles gut? Du kennst das doch, Bruder. Immer das Gleiche. Ja, Bruder. Alles gut. Läuft. Ihr seht, Totgesagte leben länger. 8. März. Ja, in allen Läden. Hoffentlich. Nicht so wie bei mir. Und Blackline hat es schmiert diesmal gegeben. Und ja, war ja nicht Blackline schuld, war ja, ja ne Vertrieb und so. Aber anderen Vertrieb, Soul Food, ja, ein ganz renommiertes Unternehmen. Und ja, bei Amazon gibt es sie auch. Was gibt's da? Weil ich habe die CD gesehen, die ist mit einer DVD, was ist da alles drin, erklären, wie viele Tracks und ja, hört einfach mal hin. Ne? Ja, Mann, wir haben eine Doppel-CD, zwei CDs haben wir drauf, plus DVD. Und das Ganze kostet 20 Euro. Wo gibst du was? Das ist für 20 Euro. Ist korrekt. 25 Tracks halt. 25 Tracks. Bam. Drauf. Bam. Also du bist ja viermal drauf, ne? LG 4. Afro also ist drauf. Malaga ist drauf. Newcomer aus Düsseldorf, Malaga, 4-0. Okay. Beats kam von Firus. Symphonic, den ich übrigens noch nie gesehen habe. Mhm. Ich schon nicht. Ich kenne ihn. Die beiden kennen ihn. Ich kenne ihn, das ist guter Junge. Ja. Keine Ahnung, Alter, du sagst auch nie Bescheid, Alter, wenn er da ist. Der ist wie ein Vampir, der kommt nur nachts. Wie Rüdiger, der kleine Vampir. Irgendwas stimmt mit dem nicht, aber egal, trinken wir noch was. Hauptsache, der macht gute Beats. Das ist das, der Rest ist egal. Ein Beat haben wir noch von Rocky aus Berlin. Mhm. Auch ein schönes Teil geworden. Ja, Mann. Sonst ist alles hausintern geblieben. BTM Squad. BTM Squad, wie immer. Wie immer. Wie immer. Mhm. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, die mir gerade so eingefallen ist. Ihr wart aber nicht immer drei, ihr wart mal fünf. Immer fünf, genau. Ja. Wo sind die anderen zwei Tatverdächtigen? Der eine ist gläubig geworden. Den wirst du so nicht mehr finden in der Musikbranche. Respekt übrigens an dieser Stelle. Sehr schön. Ja, wünsche alles Gute. Ja, auf jeden Fall. Das war Jared jetzt, über den wir gerade geredet haben. Nabil, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hast du den mal gesehen? Ich hab den noch nie in meinem Leben getroffen. Erzähl nicht. Ich schwör, ganz ehrlich. Echt? Aber 2006 habe ich mir in der Hood 1 reingezogen, habe ich gefeiert. Hast du gefeiert, ne? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was für interne Geschichten ihr habt, aber der Track war gut. Intern bei dir. Ja. Intern aber hat alles gepasst. Das Problem ist, die Leute denken, der hat uns verlassen, weißt du? Dabei war das, ich meine, wir hätten ihn rausgeschmissen, dabei war das so, dass der BTM Squad verlassen hat. Der ist freiwillig gegangen. Verstehe ich immer noch nicht bis heute, weißt du? Die Leute wollen wissen, was ist da vorgefallen oder nicht? Soll ich diese ekelhafte Frage stellen oder nicht? Was ist da vorgefallen? Da ist nichts vorgefallen. Das war einfach so, wir haben ja jahrelang Musik miteinander gemacht. Und irgendwann kam eben der Punkt bei ihm, wo er ein Angebot von Assassin hatte. Mhm. Und dann hat er eben mit uns auch geredet und hat gesagt, dass er dann BTM Squad verlässt. Ja, und sein eigenes Ding machen will. Ja, auch sein eigenes Ding machen will. Auch, ich denke mal, vielleicht hat er auch... also interne Probleme gab es eigentlich nicht. Eigentlich nur, weil er seine privaten, also weil er bei Assassin auch sein eigenes Ding durchziehen wollte. Er wollte durch Assassin die breitere Masse erreichen, auf jeden Fall. Der ist heute auf jeden Fall so, immer noch nicht. Wer ist jetzt wo? Stress. Mit Stress sind wir nicht auseinandergegangen. Aber kein Palaver. Nein, der hat ja auch mit uns gesprochen. Wir haben ja alle gesprochen. Er hat ja auch über, damals hatten wir ein Forum gehabt. Damals war es ja nicht diese Facebook und hast du nicht gesehen. Da hat er über Forum ja auch geschrieben, dass er BTM Squad verlässt. Ja. Und seitdem nichts mehr voneinander gehört. Ja, ich muss sagen, wir haben eine gute Zeit verbracht, weißt du? Auf jeden Fall, Mann. Eine super Zeit miteinander verbracht. Wir haben viel gesehen, weißt du? Wir haben viele Leute beeinflusst in deutschlandweit, weißt du? Auch auf die jeden Fall. Neuen. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Es sind ja ganz viele Gangster-Rapper, die jetzt angesagt sind. Und ich sage das jetzt nicht, um so irgendjemanden zu beeindrucken. Ich sehe das ja selber. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht, aber ich bin ja oft in diesem Studio und ich habe schon den einen oder anderen hier rein und rausgehen. Es sind ja viele Leute, die heute sehr angesagt sind, die euch ja von früher kennen. Die auch irgendwo mit beeinflusst haben. Ja. Irgendwo. Das sehen die Leute da draußen aber nicht. Ey, pass auf, weißt du, woran das liegt? Weil keiner von den Rappern das erstmal zugeben würde.
Keiner wird sich kleiner machen als ich. Ich hab das doch hier gehört, viele haben das doch hier gesagt. Ja, ja, aber nicht draußen. Keiner geht hier raus und sagt, ey, weißt du, wir wurden beeinflusst davon, davon, weißt du, was ich meine? Vielleicht haben die Angst, so ihre Coolheit zu verlieren oder wie aber auch immer. Das, das Ding ist also, ja auch so gewesen, damals haben die Jungs ja auch keine Musik gemacht. Und wir waren ja einer der wenigen, die noch Straßenmusik gemacht haben. Also wir waren ja eigentlich die Ersten, die Straßenrap eigentlich auch gemacht haben und Hardcore durchgezogen haben. Zu unserer Zeit, was gab's da so, weißt du, Blumentopf-mäßig und hast nicht gesehen, Fanta 4. Das sind so die harten Sachen damals gewesen, so, weißt du? Und zu uns haben die damals wo wir Musik gemacht haben, haben die zu uns gesagt, mit dieser Musik werdet ihr nichts erreichen. Aber hat man ja gesehen, was passiert ist. Wir haben die Leute so beeinflusst mit unserer Musik, weißt du, wie ich meine, dass mittlerweile Straßenrap mehr verkauft, wie diese Blumentopf oder was weiß ich was, so, weißt du, wie ich meine. Die Zeiten ändern sich eben. Ja, davon das wissen die Leute nicht, weil ihr habt früher angesagt, da waren die Fans heute, die heute Fans sind, so. Flüssig waren Kinder, Mann. Das sind ja eure Fans, von früher sind Väter mittlerweile. Kinder. Und die Fans, die jetzt heute diese Musik hören auch und so, sind schon, waren Kinder, weißt du, ich meine. Ich meine, wir haben ja auch sehr, sehr früh angefangen Musik zu machen, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind ja auch nicht so alt jetzt, weißt du. Wir haben richtig früh angefangen und wir haben uns ja auch, wir kennen uns ja auch alle schon mindestens seit 15, 16 Jahren so. Das ist BTM-Geschichte. Das ist die BTM-Geschichte. Wie geht's denn weiter? Kurz und knapp. Was kommt denn nach dem Album? Hey, erstmal 8.3. Weißt du, die Priorität ist erstmal der 8.3. Dass das Album rauskommt. Wie gesagt, wir scheißen auf die Charts. Uns geht's gar nicht um die Charts erstmal. Es geht einfach, dass das Produkt rauskommt. Dass wir was gemacht haben, erschaffen haben. Wir waren ja lange weg. Ja, und der Rest steht erstmal in den Sternen, was das Projekt BTM-Squad angeht. Ich glaube, Firus macht da sein Produzentenalbum. Dieses Jahr noch? Ich hab dir jetzt Druck gemacht. Dieses Jahr noch. Haben bringt auch noch dieses Jahr ein Album raus. Ich gebe Gas, was ich schon seit 7 dieses Jahren. Dieses Jahr noch? Was ich seit 7 Jahren schon. Also, machen wir den Leuten jetzt ein bisschen Druck. Ja? Am Ende sagen die, warum hast du das gemacht, aber ich, egal. Was von mir kommt, ne, weiß ich nicht. Ich sag schon mal gar nicht. Ich kann unter Druck nicht arbeiten, Bruder. Was kommt denn von dir? Ja, ich kann unter Druck nicht arbeiten. Du sagst das jetzt nicht? Nee. Okay, Firus hat aber gesagt, er bringt ein Produzentenalbum dieses Jahr raus. Über Blackline? Über Blackline auf jeden Fall. Und haben ein Soloalbum? Soloalbum, ja. Haben oder Habischer? Was ist eigentlich dein Name? Ja, wie du willst, Alter. Das Album wird heißen. Wie nennst du als Rapper? Habischer. Habischer ist dein Rapper. Aber das Album wird heißen, alle wollen haben. Alle wollen haben. Weil haben dein richtiger Name ist. Das ist mein. Dein, auf dem Pass. Auf dem Pass, ja, Mann. Da steht der Habischer drauf. Ja, das ist mein Pass hier. Guck, kennt ihr den hier überhaupt? Sag mal. Bundesrepublik Deutschland, Reiseausweis. Richtig, das ist noch nicht mal ein deutscher Ausweis, weißt du? Haben. Ja, haben ist sein Name, alle wollen haben. Ja, wir sind nicht. Ich wollte diesen selben Ausweis haben, den du jetzt hast, weißt du, diesen deutschen Ausweis. Ich wollte den. Da musst du erstmal so einbürgern. Aber das ist schon, da musst du schon so einiges schon über dich. Haben die mir nicht gegeben, Mann? Ja. Haben die nicht gegeben, die wollen nicht geben. Die wollen, dann bist du zu kriminell. Was hat der? Was ist der zu kriminell, Alter? Zu kriminell. Ja, gut, wie geht's weiter? Nächste Frage. Habe ich verstanden? Von Fans oder was? Haben wir noch? Nein, das kommt gleich. Erstmal kommen die unangenehmen Fragen weiter. Ekelhaft. Wenn diese ganzen Gangster bei euch gefeiert haben und all diese das und all das, ne? Wieso packst du die nicht und sagst, hier, mach mal jetzt hier mein Album Feature oder so? Warum sind die nicht da drauf? Ja, Farid, Haftbefehl und so sind ja alle drauf. Ja, okay, die sind jetzt. Okay, die. Ja, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Der Track mit hier, Farid und Haftbefehl. Ach, haben wir eben gesagt. Ist auf der Bonus-CD drauf. Genau. Aber die anderen so. Oder das warum disst ihr die nicht? Mit wem habt ihr Beef? Mit wem seid ihr gut? Das interessiert auch mal. Mit denen sind wir gut. Mit wem haben ich meine, auf den Track. Auf wen habt ihr Hass? Wollen wir Streit anfangen? Hass? Ehrlich? Aber, ja, ganz ehrlich. Komm für uns. Also ich. Ja, klar, oder? Ich sag ganz ehrlich, ich hab eigentlich. Bruder, ich hab Hass auf alles fast. Ich will aber jetzt nicht sagen, auf welchen Namen und so, weil doch, es gibt gar keine bestimmten Namen. Du hast mit keinem Hass. Ich bin Hater von Natur aus, deswegen. Du hast Hass. Ich habe einfach Hass, Bruder. Auf wen hast du Hass und warum hast du Hass? Ich habe nicht auf niemanden persönlich. Warum hast du Hass? Ich Hass, Bruder. Ich habe einfach so Hass, Bruder. Das ist mir nicht wie sich das entwickelt hat, ne? Ja, so, weißt du, was ich meine? Einfach nur der Hass regiert bei mir. Und haben? Feinde? Ich Feinde? Ich habe Feinde. Ich glaube, ich habe Feinde. Wer sind deine Feinde? Keine Ahnung. Die sprechen es nicht aus. Sonst habe ich mit keinem Problem, die können mir alle einen lutschen, weißt du, ich meine, mir ist das scheißegal. Ich habe auch noch nie nach einem Feature gefragt oder das will ich auch nochmal betonen. Also, das wird ja spaßig. Ich habe noch nie nach einem Feature gefragt, die Leute haben mich gefragt immer, ob ich aufs Album kommen will oder sowas, weißt du? Was ich jetzt nicht als negativ bewerten will, weißt du, das ist auch cool, dass ich gefragt werde oder sowas, aber ich würde nicht so fragen oder sowas. Das
das ist ganz normal, wenn du Fragen, Features kannst du nicht. Das ist ekelhaft. Chef wurde sagt, nein, du musst ihn kaputt schlagen. Wollen wir jetzt mal ein paar Fanfragen beantworten. Marcel König der Lügner würde gern wissen. König der Lügner? Mhm. Ehrlich? Das war von diesem einen Rapper, dieses Lied. Der soll fragen, ob die dem... Achso, ob ihr ein Kombi gibt. Dem ein Kombi? Mhm. Kein Kombi für Spaß, die Nein, ob die dem ein Kombi gibt. Sammy Türk. Kommt ein Feature mit Farid Bang. Wie ist eure aktuelle Situation? Farid ist ja Düsseldorf. Farid Bang. Wir, ich, du. Farid, gibt es sonst noch viele in Düsseldorf? Gibt es nicht viele in Düsseldorf? Gibt es nicht viele. Gibt es einen oder anderen noch? Also nicht Relevantes oder sowas. Wirklich, ja? Nichts wirklich Relevantes. Kollege ist doch wieder von Düsseldorf. Kollege ist Mainz. Mainz, ja. Kollege der Boss. Ist nur ein Verhältnis zu Kollege. Ist vielleicht El Nino, den ich noch als Düsseldorfer Kollege ist cool. Scheiße, wie findet der Kollege? Keine Ahnung. Es gab eine Situation, das ist aber auch schon lange her, so weißt du, wo der gerade, glaube ich, angefangen hat, da war diese Nigger-Debatte, weißt du, der hat immer Nigger in seinen Texten gesagt. Weißt du, fand ich nicht so cool. Da habe ich den, glaube ich, auch in einem Text, habe ich den kurz erwähnt gehabt oder sowas, habe ich einen Solo-Song gemacht. Echt? Hab ich gar nicht mitbekommen, da hab ich mich gerettet. Ja. Was war denn da los? Palaver? Ja, was heißt Palaver? Ein bisschen Palaver mit LVA, Treffen, dies, das, weißt du? Aber auch nichts Großes oder sowas. Ich hab das jetzt nicht schon an die große Glocke gehangen. Und jetzt aktuell? Ich hab den Typ noch nie getroffen. Ach so. Ich weiß nicht, was der macht. Ich kann Leute, ich kenn den. Das ist ein cooler Typ, Mann. Ja, das sagen, ist echt ein Grab. Das sagen viele, Bruder. Das sagen viele. Problem ist, wenn man einen nicht persönlich kennt, ja, das ist die Scheiße. Glaub was mit Farid Bang? Das ist ein Lover, das ist ein Bruder. Zum Bruder. Ist das nicht dein Bruder? Ach klar, ist das mein Bruder. Ja, also. Ich gehe da jetzt bald auf Platz 1. Ja. Dann ist das erst recht mein Bruder. Nein, aber das gönne ich dem auf jeden Fall. Farid Bang, normal. Farid Bang und Kollege gehen jetzt bald auf Platz 1, inshallah, wer weiß. Weißt du, bei uns Düsseldorf ist ja wenigstens zusammen. Weißt du, gegönnt, ne? Düsseldorf, die gönnen, siehst du? Die denken alle immer Beef, Meef, ne, um Gottes Willen. Weißt du, im Endeffekt gibt das Düsseldorf auf Platz 1. Ich lache alle anderen aus. Ich hab euch allen gegeben, sag ich euch ehrlich. Oder nicht? Das ist doch so. Und ja, der fragt, ob ein Track mit Farid Bang kommt. Das ist auf meine Kugeln. Der ist nicht auf dem Album. Ne, nicht auf dem Album jetzt generell. Kommt ein Feature mal in Zukunft. Ja, man ist ja befreundet, weißt du, wie ich meine? Das ist ja genauso wie mit dir. Also mit dir sind ja 4 Tracks schon drauf und in der Zukunft werden ja auch noch einige Sachen, der kannst du und hast nicht gesehen, kommen. Also ist nicht auszuschließen. So was kannst du nicht sagen, weißt du, ich meine? Kannst du nicht sagen. Der Junge hat ja auch viel zu tun. Ja, und man kann sagen, ja klar, dem steht nichts im Weg. Oder man kann sagen, nee, auf keinen Fall. Ja, den steht nichts im Weg. Den steht nichts im Weg. Ich meine, jetzt hau ich dir noch das Producer-Album drauf, Alter. Ja, das fällt wahrscheinlich drauf. So, Dominik Gries würde gerne wissen, wie unterscheidet sich BTM Squad von all den anderen Gangster-Rappern? Ja, wir unterscheiden uns dadurch, dass wir die anderen, zumindest die jetzt Musik machen, geprägt haben. Das unterscheidet euch. Das unterscheidet uns. Weil zu unserer Zeit damals, wo wir Musik gemacht haben, haben die ja echt diese Kindergartenmusik alle gemacht. Fanta 4 und Blumentopf. Fettes Brot. Die anderen, die heute Musik machen, die haben gar nicht gerappt. Ja, die haben sie auch nicht gerappt, auf jeden Fall. Wir sind echt, Alter. Weißt du, was ich meine? Wir haben damals Dinger durchgezogen, die kein anderer durchgezogen hat. Heute leben die wirklich von der Musik. Früher haben wir nicht von der Musik gelebt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Nein, du bist draußen auf der Straße gewesen, hast klar gemacht, weißt du, was ich meine? Das checken die Leute nicht. Wie willst du denn das machen? Willst du jetzt jeden Fan hier reinholen und sagst, leb eine Woche mit mir hier drin? Mhm. So checken nicht. Ich weiß, wie muss man nicht sagen? Ich reg mich ja auch auf. Warte, nochmal neu. Warum lebst du? Nochmal neu. Wie nochmal neu? Was denn? Nochmal neu. War das jetzt für das Interview drin oder was du gerade gesagt hast? Okay. Ja, klar. Ach so, sorry, Alter. Bitte nochmal neu. Weiter, wir haben gesagt, kein Schnitt. Lass genau das drin, Alter. Minusbars.de seine Mutter. Ja, oder ist das so? Ja, ist weit, was soll ich dir sagen? Ich bin nicht stolz darauf oder sowas, weißt du, was ich meine? Oder wir sind nicht stolz darauf, was wir da durchgezogen haben, aber wir sind echter als manch ein anderer Rapper oder sowas, weißt du? Ja, aber weißt du, was heute das Problem ist, Bruder? Ja. Ich glaube, diese Echtheit hat einen Wert verloren. Das ist das. Damit. Komm ich persönlich, manchmal ich hab nicht klar, weißt du? Auch einen gesagt, wenn jetzt ein Klaus ist und der in einem Haus wohnt und dem stört die ganze Zeit eine Maus, ne? Und er sagt, jo, mein Name ist Klaus, ich wohne im Haus und mich stört eine Maus. Finde ich das geiler, als wenn ein anderer kommt und sagt, wiggity wiggity, baby, willy, get you, with den geilsten Flow mit den heftigsten Styles und Punchlines. Und das ist nicht wahr. Da finde ich den Klaus cooler. Das ist irgendwie echter, weißt du, ich meine, auch wenn es nicht auf dem Niveau ist oder so. Meine Meinung. Ja? Muss man jeder für sich selber wissen. Da muss man halt wissen, ob man Musik hört, um sich gut dabei zu fühlen, um zu lachen, um zum Sport zu machen, tanzen oder so. Oder ob man echt was daraus lernen kann, vielleicht daraus ziehen kann und das ernst nimmt, was da gesagt wird. Da muss das jeder für sich selber entscheiden. Finde ich. Gibt ihr mir da recht? Auf jeden Fall. Dankeschön. So, nächste Frage von Yahya Chan.
Jackie Chan. Wann kommt das nächste Video raus mit uns Düsseldorfer Jungs? Wer sind wir Düsseldorfer Jungs? Ja, ja. Ich weiß nicht, woher der kommt. Wir drehen am Wochenende. Drehen wir ein Video. Ich weiß nicht, wann das Interview jetzt rauskommt. Keine Ahnung, aber wir werden auf jeden Fall eins drehen, wo wir in Düsseldorf drehen werden. Wo der eine oder andere auch zu sehen sein wird. Also kommen noch Videos. Was kommt noch? Wie viele Videos kommen noch? Was für Videos kommen noch? Also das erste Video ist ja jetzt, seit wann ist draußen? 10 Tage? Eine Woche? Ja, eine Woche. Eine Woche, 8 Tage. So. 8 Tage ist draußen, weißt du selber, ist ja mit dir gewesen. In der Hood 2. In der Hood 2. Haben wir nochmal ordentlich was draufgelegt. Ne? Auf jeden Fall, haben wir eine Schippe draufgelegt. Und apropos zu der Frage, da haben wir auch bei Facebook gepostet. Wer kommen will, kann kommen. Ich glaube, da hat der junge Mann das verpasst. Ja, stimmt. Genau. Wer kommen will, kann kommen. Ja, bei BTM in der Hood 2 haben wir gepostet und da waren ganz viele Videos dabei. Guck mal, wer macht sowas, Alter? Wer holt seine Fans in die Videos, Alter? Bruder, korrekt, korrekt. Auf jeden Fall kommen noch ein paar Videos. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall Ango TV abdrehen noch. Wir werden, ich glaube, unser Manager meinte, das Thug Life machen wir noch. Ja, Thug Life machen wir. Und was drehen wir noch? Ja, wieder jetzt nächste Woche kommt erstmal ein Video von den Skits raus. Die wir jetzt ein Split-Video machen werden. Jeder macht einen Part. Jeder macht einen Part natürlich. Jeder macht einen Part, einen 16er. Ja. Und das wird mal ein Split-Video, das haben wir jetzt nächste Woche raus. Und dann drehen wir noch selber halt ein Video ab, so dass wir dann halt wahrscheinlich noch insgesamt bis zum Album-Release so 3 bis 4 Videos noch. Bis Release noch. Ja, ne? Bis zum Release veröffentlicht. Das hört sich doch interessant an, ne? Ja. Wenn es an mir gehen würde, von jedem Song ein Video. Also 25 Tracks, Alter, gib ihn. Dann könnt ihr euch nochmal ein Bild machen, Kinders, ne? Wisst ihr Bescheid. Wie die Akria würde gerne wissen, ein Habischer, ich würde mal gerne wissen, woher aus Eritrea du kommst, Asmara oder wo am, danke. Roulette Keren, Alter. Straight up. Keren, Roulette? Keren. Roulette? Lass mir Roulette, Alter. Roulette. 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 Die Söhne. Der Geborene. Roulette heißt die Söhne. Ja, Mann. Bei uns heißt das der Gebürtige. Wir reden, kannst du mal bitte was auf Eritreisch reden und an alle Araber? Achtet mal bitte auf dich. Das hört sich an wie einer, der Arabisch spricht, aber du verstehst ihn nicht. Sag mal so 2, 3 Sätze. Salamat, Huatei, Kamel Lohm, Dahamdu Lohm. Nachna, Musiker, Kutwazi, Ahiji. Shidisht, Somun Tarifu Allah. Dahansab, Gansab Muto. Wenn er so redet mit einem auf Eritreisch, ich will immer so hinhören, was sagt er da? Ich kenne doch diese Wörter irgendwoher, aber ich versteh's nicht. Hab ich schon einmal gesagt, Alter. Weißt du, das ist eine Sprache, die Bullen nicht abhören können. So. Der Maike meinte das so. Der meinte, Alter, deine Sprache, Alter, die versteht doch kein Buller, Alter. Weißt du, Schweine? Ja, vielleicht sollte ich anfangen. Wieder. Ja, wieso nicht, Mann? Kiras Kiras. Ist ein Auge, sieht aus wie ein Mädchen. Ich weiß nicht. Wie sieht es mit einem weiteren Album raus? Ja, Kiras, deswegen sitzen wir hier. Es kommt nämlich eins raus. Guten Morgen. Ich glaube, die meinten mit einem weiteren Album. Ich glaube, die meinten. Na, ich glaube mit jetzt dem Album. Oder? Ich glaube, die meint den nächsten Album. Also, meinst du? Ja. Keine Ahnung. Guck mal, was ihr schreibt. Wie sieht es mit einem weiteren Album aus und welche Rapper ihr gut findet und eventuell ein Feature machen würdet? Ja, also das Album steht noch in den Sternen. Wie gesagt, jetzt kommen erstmal die Also wie gesagt, ne, wir sind ja Blackline. Das kannst du ja auch bestätigen. Das ist Blackline, ich schwör auf meine Mutter. Das ist ja auch Blackline, alles ist Blackline. Ja. Und die Releases sind eigentlich Blackline. Eigentlich featuren wir eigentlich nur unter uns hier die meiste Zeit. Weil wir sind ja auch bei Blackline auch genug Rapper, weißt du, wie ich meine? Jeder von uns hat ja auch genug Potenzial. Ja, jetzt das so Assenfeld, Fabi Bang und so kann man jetzt erstmal nicht sagen, aber auszuschließen sind die natürlich auch nicht beim nächsten Mal. Herbert Grönemeyer. So Futures, du weißt doch selber, wie das ist, Bruder. Es kommt immer. Also wie soll ich dir sagen, du kannst nicht sagen, okay, ich mache jetzt übermorgen ein Feature mit Haftbefehl oder Farid. Sowas kommt zusammen, weißt du selber, manchmal kommt man hier ins Studio, man trifft sich alle hier, man ist gut drauf und dann sagt man, komm, lass mal einen Track machen. Weißt du, ja, normal. Weißt du, kann ja nichts erzählen, man sagt ja nicht hier, das ist ja nicht wie eine Suppe kochen. Hier hast du Kartoffel, hier hast du Möhre, einfach ins Wasser und fertig ist die Scheiße. So geht das nicht, Bruder. Nicht so. Wie findet ihr denn gut? Zurzeit aktuell, außer als Elgier, das kommt klar gespielt. Ja, natürlich. Das glauben die nicht. Wer findet ihr denn sonst noch gut? Ja, warum nicht? Wenn wir Elgier nicht gut finden würden, Bruder, würde er nicht viermal auf unser Album sein. Also, ich bitte dich. Sonst noch irgendwen? Jetzt mal ausgestellt. Ja, mit dem Squad auch Props geben, wenn was gut ist. Afrop natürlich. Legende. Kommt jemand, der nicht auf dem Album ist. Ja, ohne Scheiß. Haben kann Props geben. Ja, Virus gibt keinen Props. Ich sag was. Farid. Farid finde ich persönlich auch gut. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Schon alleine, dass er Düsseldorfer ist und dass man befreundet ist. Ja.
Das war Schweine. Haftbefehl finde ich auch gut. Die sind auch gut, die Jungs. Mann. Ja. Den sind wir ja cool, ne? Aslaks, alles gut. Die sind ja auch ganz erfolgreich gerade, wie man sieht. Ja, nächste Frage. Salah El Benza. Warum Nabil M oder Joel K weg sind und macht wieder. Da ruft deine Freundin an. Ja, stellen wir wieder ein paar unangenehme Fragen weg von den Fans. Was soll man noch euch fragen? Joel und Nabil haben wir doch eben noch beantwortet. Hat dir jemand mal auf die Fresse gehauen? Die sind mal nach Berlin gefahren. Mhm. Und da irgendwie eine Berliner Kuh irgendwie war, die hieß Diesen. Berlin, Tick, Scheiße, irgendwas. Oh, warum müssen die Düsseldorfer immer Stress machen mit Berlin, Alter? Ja, die haben auch keinen Telefon, Stress mit große Berlin, Schnauze oder? Gehabt. Dann haben wir gesagt, ja warte, wir kommen gleich mal vorbei und hast du nicht gesehen. Ich meine, das waren sogar noch irgendwelche Deutsche oder was weiß ich, was weißt du, wie ich meine? Irgendwelche auch noch, die gar nicht so halbstarke, weißt du, wie ich meine? Mocken dich da irgendwie an und hast du nicht gesehen? Ja, nicht alle Deutsche sind ja nicht halbstark. Ich als Integrationsvorbild darf ja sowas nicht gelten lassen. Ja, wir sind auf jeden Fall hingefahren. Wir haben die Jungs noch nicht mal getroffen. Gerappen die, gibt's die oder ist das jetzt so? Ich kannte die vorher nicht. Aber das ist jetzt kein Berlin-Hass, das sind einfach nur die Jungs. Nein, die hätten, ja, seid ja, gut. Ja, die hätten auch aus Düsseldorf kommen können, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das hat ja nichts mit Berlin zu tun. Das war ja. Die haben wir da gewonnen. Ja, wir haben ja nichts gegen Berlin. Weißt du so, wir waren schon oft da, wir haben Freunde da und hast nicht gesehen. Aber die hätten auch aus Buxtehude kommen können, weißt du, ja. Ich meine? Es war einfach so, bla bla, haben gemuckt am Telefon. Wir haben die selbst noch nicht mal getroffen oder so. Das hätten wir die getroffen, hätten wir den bestimmt auf die Fresse gehauen. Wir haben den Manager getroffen, der hat einen Laden gehabt in Berlin, sind da hingegangen. Guck mal, wie wir da sogar rausgegangen sind, Alter. Wer hat den Laden, der Manager? Wo genau? Alles immer in detailliert. Spandau. Spandau. Seht ihr, sucht den Laden, damit das auch sieht, das war. In Spandau, oder? Wie hieß denn der Laden? Wildstyle, irgendwie sowas oder sowas. Dann sind wir da hingefahren, haben mit dem geredet, bla bla. Der so, ey, wir wollen doch keinen Stress, dies, das. Ich schwör's euch, wir haben sogar noch die CDs da gelassen im Laden bei dem zum Verkaufen. BTM-Score? Reportage, Immigranten-Reportage. Nein, das war vor. Das war vorher, keine Ahnung, schuldig bei Verdacht oder so. So, schuldig bei Verdacht. Oder sowas, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Produkt von uns da stehen gelassen, wir sind zurückgefahren. Auf die Fresse gehauen. Relevanten meinst du jetzt? Rapper? Nee, haben wir noch nicht oder sowas. Aber es gab auch in die Situation, keiner wollte mit uns Stress oder sowas. Weißt du, wir sind auch kein Typ, die Stress gesucht haben oder sowas. Flair wurde einmal gejagt. Ja, Flair einmal. Aber ja, das ist doch der Fahrer gerappt. Flair wurde gejagt hier. Wo, hier? Aber ich nicht, ich war auf Red Bull Vergiftung im Studio, Alter, voll auf Kotzen. Wie habt ihr denn gejagt? Keine Ahnung, ich war nicht dabei, ich war im Studio. Waren so Jungs von Brothers Keepers waren da, die kannte ich. Kennst du Brothers Keepers, ne? Ja, besser. Hier, die Black Community, die Vereinigung da hier. Die Jungs waren dann da und der hatte Konzert in Düsseldorf. Wir waren, haben ein Vorprogramm gespielt und danach waren die da. Ich guck so draußen vor der Tür, die sind da schon so, weißt du, so Kanten, so Schwarze und so weiter. Ich so, was ist los, Jungs? Alles cool, weil der Flair, bla bla, der hat irgendwas gegen Schwarze gesagt, weißt du? Mhm. Und dann hatte ich auch meinen Intus. Und dann sind wir ins Hoteldach von ihm gefahren und haben auf den gewartet und gesagt, der soll runterkommen. Die ist das nicht runtergekommen und so weiter. Seine Bodyguards, bla 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 bla. Ich schwör's dir, ich bin dann da ins Hotel reingegangen mit zwei anderen Jungs, Schwarzen. Haben gesagt, wo ist Flair? Er kommt nicht, wir sind dann gegangen, bla bla, ich voll wenn gekommen, und, wenn gekommen ist, war Polizei, Bruder. Ja, später, aber warte, es geht noch weiter. Dann kamen die Bodyguards von dem, kamen wieder hinterher gelaufen und haben gesagt, ja, was hast du gerade gesagt? Und wollten so kaputt schlagen, die haben gedacht, wir sind zu dritt, ich schwör's euch, wie im Film. Ich so, hab gepfiffen auf einmal 20 Leute und die so, hey, Jungs, die direkt, haben direkt Polizei gerufen und so weiter. Und das war die Geschichte, Mann. Stimmt das, Patrick? Lausebengel. Ehrlich, Patrick, Alter. Heißt der Patrick? Heißt Patrick, ja, das war die Story. Das war die Story. Aber ist auch schon lange her. Ist überlegen. Ist schon sehr lange her. Das ist. War der Pascal noch dabei, der Wichser? Hatte mir. Ach so, ja, genau, die Fragen sind wieder da. Hatte mir seine Wartemann. Okay. Weil er wusste, Polizei kommt und der hatte so eine auffällige Lacoste-Jacke an. Und ich vor drin, er meinte, ey Bruder, lass mal die Jacke tauschen und so weiter. Tauschen mit mir die Jacke. Wie beim Alltag-Video. Ja, so nach dem Motto, lass mal Jacke tauschen. Eine Woche später, irgendwelche Jungs aus Bottrop oder weiß ich was da hinten so. Ja. Ja, da war so ein Marokkaner, die haben gedacht, ich bin Marokkaner. So ein Marokkaner mit einer Kostjacke, wow. Ich so, Pascal Schlauberger. An der Stelle mal viele Grüße an den. So, weiter geht's. Fetter Super Smash Car Mafia, Kamifa. Die drei Lieblings-Ami-Tracks, die ihr habt. Jeder sagt einen. Warte mal, ganz kurz. Wie heißt der nochmal? Boah, da wusste er. Hat er seinen Kommentar gelöscht? Fette Super Smash Kamifa. Weißt du, wer das ist? Ja. Das ist mein Nachbar. Echt? Ich schwör's dir. Ja, der will wissen, die drei Lieblings-Ami-Tracks, die ihr habt. Anscheinend redest du nicht mit dem, wenn du den im Haus bist. Ich stelle mir da nicht solche Fragen. Sag mal deinen Lieblingstrack, Ami. Jeder sagt einen. Ja, wir können ja Lieblingskünstler sagen. Aber echt? Zeitlos? Dr. Dre, Nothing by the G-Sang.
auf jeden Fall. Chronic Album. Jedes Lied da drauf. Das ist für mich wie ein Song. Das also bei mir natürlich Tupac, Hit 'em Up. Hit 'em Up? Ja, auf jeden Fall. Bei mir Tupac, Pain. I can have no champagne, my pain. It runs deep, Sheridan. Ja, Mann, das sind gute Songs. Auf jeden Fall kenne ich die drei. Also ich bin doch musikalisch. Weiter geht's. Tego Calderon. Womit verbringt ihr eure Freizeit und würde einer von euch sich trauen, gegen Abdel FIFA zu spielen mit Videobeweis? Pff, natürlich nicht. Die sagen jetzt vor der Kamera, ja? Warte. Ich bin bei Call of Duty dabei, Alter. Sofort. Call of Duty, FIFA, ich bin überall dabei. Sofort. Scheiß auf Xbox. Ich weiß, Virus ist Xbox. PlayStation, ich nehme dich auseinander. FIFA? Aus PlayStation. Um was, Box, Alter? Um was? Wir machen Quoten. Quote ist bei mir 1,20. 1,20er Quote, oder? Auf dich? 8er Quote. Bist du Bayern München oder was? Ich bin Real Madrid. Geht. Wie machst du das? Barcelona. Ja, Madrid, Barcelona. Barcelona oder Mailand. Und die Kids können darauf wetten, oder was? Wir können darauf wetten. Wie machen wir das? Ja, müssen wir gucken. Wir überlegen uns auch was. Ich gegen Habischer. FIFA live mit Videobeweis. Geht. Okay? Ja, muss aber live alles. Ja, live, alles mit Videobeweis. Geht. Okay, hart drauf. Sag, alles klar. Womit verbringt ihr eure Freizeit? Achterbrote. Ja, unsere Freizeit. Bruder, ich bin nur hier im Studio. Musik am machen, ne? Wir sind nur im Studio. Kennst du 23 diesen, Stunden am Tag. Kennst du diesen Film hier, Fluch der Karibik, wo der ein Schiff eingefangen ist? Mhm. Wo der so schon im Fisch hier, in diesem Schiff drin ist, Alter. Ja, mit eingewandt. Genau so, Bruder, das ist meine Freizeit. Studio. Hallo, Beats. Also eigentlich Studio und natürlich, wenn wir so Sachen anfangen, ne? Zum Beispiel, die man nicht so vor Kamera reden. Aber ansonsten eigentlich nur Musik. Ich schack mir so. Keine Ahnung. Freizeit, das machst du einfach. Meine Freizeit, ja. Genervt werden von Abdel. Was noch? Ansonsten Musik. Ich schreibe viel Texte. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade beschäftigt mit Album und so weiter. Während der Album-Promo-Phase kümmere ich mich natürlich um die BTM-Sachen und so weiter. Das fällt derzeit an. Mhm. Ja. Das ist cool. Kommen wir zu David Zawada. Wer ist Düsseldorf? Wie, wer ist Düsseldorf? Das haben wir doch schon gesagt. Wir sitzen doch gerade hier, Alter. Mehr braucht Düsseldorf nicht. Okay, und hier, ne? Du weißt. Farid Bang noch. Wir sind Düsseldorf. Ja. Oder? Punkt. Aber der hat ein Lied, wo der sagt, ich bin Düsseldorf, glaube ich, nur alleine. Ihr müsst das doch mal klären. Aber er ist ja auch Düsseldorf. Wenn wir mal wir sind machen, Düsseldorf. Ich bin Düsseldorf. Natürlich, ja. Mann, wir sind alle Düsseldorf. Wir sind alle Düsseldorf, Bruder. Das nützt es hier. Alles, was er macht, das nützt uns doch allen was hier. Wenn wir ehrlich sind, irgendwie, oder? Natürlich, Mann. Alles, was der schafft, ist doch wie, als hätten wir auch was dazu beigetragen. Das ist doch wie in Amerika, weißt du. Das Ding ist, das ist ja auch noch ein Freund von uns, Bruder. Weißt du, wie deswegen. Ich meine? Da freut man sich umso mehr. Düsseldorf ist. Wenn man ihn nicht kennen würde, wenn man einen nicht kennt, weißt du, wie ich meine, ist ja egal, ob er Gold geht oder nicht Gold geht, weißt du, wie ich meine, also 1, 2, 50 juckt dich nicht so, weißt du, aber wenn man einen kennt, der ein Freund von einem ist und der es schafft, weißt du, wie ich meine, dann freut man sich doch umso mehr so. Nur der gönnt, dem wird auch selber irgendwann. Das ist das, wenn ihr einem nichts gönnt, egal ob Musik oder Flasche Mezzomix oder egal, wenn einem nichts gönnt, kriegst du selber auch nichts, ist einfach so, steht so beschrieben. Hier in Düsseldorf ist Zusammenhalt groß geschrieben. So, Ela Aisha würde gerne wissen, denkt ihr ab und an auch an die Real G's Düsseldorfer Oberbilka? Oberbild? Da ist so. Redest du, kennst du die Abdel? Denn die sind stolz auf euch und glauben an euch. In Ulm hört man nichts anderes mehr sagen, meine Bros. Ist das jetzt ein Ulmer oder ein Oberbilker? Ja, Ela Aisha ist meine Dame. Die würde gerne, denkt ihr ab und an auch an die Real G's Düsseldorfer Oberbilka? Damit ist die Frage ja beantwortet, ist ja hier. Denn die sind stolz auf euch, ja, bin ich. Und glauben an euch, ja, tu ich. In Ulm hört man nichts anderes mehr, sagen meine Bros. In Ulm. Ja, Hammer. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Ich sag euch ehrlich, Jungs, da Auftritt Safi. Tag sicher, ganz Tag. Ich kenne da niemanden. Läuft auf jeden Fall. Wulinet Istrefi würde gerne wissen, was haltet ihr von Schockmusik? Ich finde die cool. Ich bin gut mit denen. Mit wem? Mit Diary. Ich muss auch sagen, gegen den habe ich schon FIFA gezockt, online. Ja. Der hat eine fette Klatsche bekommen, okay. Der und Rocky zusammen. Ja, genau, stimmt. Alter, 4-0 oder sowas. Der Rocky, Producer von Schockmusik ist so. Das, auch das ist der Producer von Schockmusik? Der produziert die Jungs auch. Der ist bei euch auf dem Album, das ist der Beat Rocky. Auf dem Track bin ich auch drauf. Genau, genau. Wie heißt der? Fick die Chart? Fick auf die Chart. Genau. Und ja, was haltet ihr von? Die kommt ihr klar mit denen? Sind die mit euch cool oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne die neuen Jungs, kenne ich nicht. Ich kenne nur die Alben. Wie viele sind das denn eigentlich? Ich weiß nicht, der Rocky also war das noch drei, glaube ich. Nee, aber die neuen Jungs sind drei. Drei, wer ist das? Keine Ahnung. Ohne Scheiß.
Also ich schwör's, ich kenne die Iron. Ich hab da schon rein Cracker gehört. Valley, der ist doch Schockmusik. Der ist nicht mehr da. Ist er nicht Schockmusik? Der ist nicht mehr, der war Schockmusik. War mal. Also so. Ich hab da reingehört, war auf jeden Fall nicht schlecht, war gut. Jungs waren damals auf jeden Fall fit. Aber ihr seid cool mit, ihr findet die cool. Ja, auf jeden Fall. Komm aus Wedding. Und Clark Philipp irgendwann Engel. Der hat direkt drei Fragen, der nutzt richtig aus. Wehe, du kaufst das nicht. Erste Frage, wird es irgendwann eine Tour geben zu dem Album? Wir werden jetzt auf Tour mit dir gehen. Mhm. Die ist ja gerade in Planung. Also ein paar Konzerte, ist keine Tour. Kleine Deutschland-Tour. Ja, so ein bisschen hin und her. Ich spiele ein paar Konzerte. Samen verstreuen. Ist gerade in Planung. Im Mai, ne? Im Mai ist auf jeden Fall eine kleine Tour. Date ist auf jeden Fall, oder zwei Dates sind, glaube ich. Nein, mehr schon, ne? Ja, werden schon 5, 6 im Mai sein. Also, wirst du dann auf jeden Fall sehen bei uns auf der Seite bei Facebook. Genau, wenn Facebook ihr bei mir auf die Konzerte kommt, seht ihr die BTM-Jungs natürlich auch, sind mit dabei. Und dann würde er gerne noch wissen, gibt es auch Drama-Songs auf dem Album? Ja, da machen wir auch noch ein Video zu. Was kurz vor Wie heißt der Track? So spielt das Leben. So spielt das Leben. Und dazu kommt auch ein Video? Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr deeper Song. Da spricht jeder über jemanden, den er verloren hat, weißt du, in der Vergangenheit. Okay. Sehr, sehr tief. Ja. Das ist auch für mich einer der stärksten Songs. Ja, ich bin dann auch hier, Jungs, über mich müsst ihr noch nicht so einen Track machen. Das kommt noch. Ja, das also habt ihr einen da drauf, ne? Ja, auf jeden Fall. Was haltet ihr von amerikanischen Rap? Hammer. Ja, also guck mal, unsere Generation, da sag ich dir ganz ehrlich, ist ja mit Ami-Rap groß geworden. Verstehst du, was ich meine, ne? Dann, also wir sind mit Ami-Rap groß geworden. Erst wo wir so 17, 18 wurden, schwappte diese französische Mucke hier nach Deutschland rüber. Verstehst du, was ich meine? Davor haben wir nur Ami-Musik gehört. Ja, glaubst du, ich höre immer noch nur die. Ja, natürlich, wir hören ja immer noch. Dog und Tupac. East Coast, West Coast. Das Ding ist, ne, das Ding ist, Ami, Frankreich, egal, wenn sich das Lied gut anhört, Bruder, hört man, zieht man sich das rein. Weißt du, ich meine? Wenn man das mitfühlen kann, weißt du, wie ich meine? Dann zieht man sich die Scheiße eben rein. Aber wir sind eben mit Ami-Mucke groß geworden und zum größten Teil hören wir auch Ami-Mucke. Natürlich auch französische Mucke hören wir auch. Ich nicht, Bruder. Was also er nicht? Bei mir nur Amis. Ja, hier, Mafia Kafri, Rimka, weißt du, ich meine, das sind, ne? Ja, sind die besten. So. Ich feiere Boba halt, das Standardding. Roff, sowieso. Ja, also Marc Kamp hat angerufen, egal, ne? Super Ausberg gedrückt. Und hier, auf diese Frankreich-Trip hat uns ja auch einer draufgebracht, so, weißt du, wie ich meine? Also der hat ja auch früher so gerappt und der hat ja auch immer, der hat ja auch früher dann immer, also so bin ich an französisch Rap gekommen. Der hat dann immer gezeigt, guck, weil er selber, ich hatte fließend Französisch gesprochen, hat ja in Belgien da seine Schule gemacht und hast nicht gesehen. Mhm. Und so habe ich eben und er auch und haben wir eben angefangen, französische Musik erstmal anzugucken und so. Aber ja, wir hören eigentlich Ami auch. Wir sind Ami-Style-mäßig. Seltan Tikin will wissen, ist Afrop auf dem Album? Ja, was ist er? Das haben wir schon beantwortet, glaube ich. Zweimal. Machen Sie ein Feature mit Farid Bang. Haben wir auch schon. Marco Schuster würde gern wissen, könnt ihr einen Track raushauen, wo ihr alle Lutscher im Business auseinander nimmt, Firus? Das könnten wir, sowas, Bruder, ich sowas bin sofort ja, dabei, Alter, sofort. Das kann man ja, sowas ist ja keine Kunst, Bruder. Sowas kann auch so ein 14-jähriger Typ machen, weißt du, wie ich meine? In seinen Texten einen auseinanderzunehmen. Für mich heißt einen auseinanderzunehmen, weißt du, wie ich meine? Du gehst dahin, haust den weg, nimmst den am besten noch mit Kamera auf, weißt du, wie ich meine? Und währenddessen rappst du und machst noch ein Video daraus. Das ist für mich einen auseinanderzunehmen. Weißt du, ja, ich meine? Ja, wir haben niemanden. Der Rest ist alles nur Kindergartenscheiße. Hurensohn, dann sagt der andere zweimal ja, Hurensohn, weißt, dann sagt der andere dreimal Hurensohn. Dann setzen die Onkel sich hin auf den Tisch, Alter, ja. Und dann bei Facebook heißt es wieder Frieden vor. Und dann lecken sie sich wieder rum, weißt du, wie ich meine? Und dann ein Jahr später kommt noch ein Album noch von denen zusammen, am besten noch, weißt du, wie ich meine? Das Ding, ihr müsst euch mal wegtun, wenn Rapper sich dissen. Wisst ihr, was sie machen? Der eine sitzt zu Hause, er schreibt auf einen Zettel. Der schreibt sozusagen einen Brief für den anderen. Und ja, der andere disst ihn dann zurück, der geht auch nach Hause in sein Kinderzimmer, lässt sich so. Und dann, ja, du, und dann schreiben die so Briefpost, weißt du? Bruder, vorhin gibt dir zwei Backpfeifen links, rechts, dann hast du das erledigt, Alter. Was du, spicke dir meine Jungen, geh doch mal nicht wohin. Ja, und ich hab die Befürchtung, Bruder, dass es in 20 Jahren in den Ghettos auch so abgehen wird. Ja, aber ich bin ja jetzt da, Mann, ich ändere das. Weißt du, dann schreiben die Leute sich, wenn die sich auf die Fresse hauen wollen, SMS oder Brieftauben lassen die schicken, weißt du, wie ich meine, nur noch so. Die Philipp Keimer würde gerne Tipps fürs Wochenende. Was für Tipps? Wetttipps. Ja, Wetttipps. Wer spielt denn? Gehen wir mal den PC an. Wer spielt denn? Dann können wir mal ein paar Wetttipps machen. Komm, machen wir alle zusammen. Komm, machen wir einfach. Du bist ja der Profi ab, denn? Ich mache eine Analyse jetzt. Komm.
Ah, ja. Da musst du mein Trinken nehmen, da musst du mein Gesüff. Okay. Alle. Donnerstag. Und machen wir nur Samstag, komm. Komm, nur Samstag, geht. Warte. Düsseldorf gegen Stuttgart. Oh. Warte ganz kurz. Weißt du, was wir noch machen? Düsseldorf. Ja. Damit die Leute nicht denken, wir würden die verarschen oder sowas, ja? Ne? Ja. Wir gehen morgen ins Wetten. Mhm. Und zahlen Fuffi ein auf die Wetten, die wir euch Prognose gemacht haben. Okay. Ja, machen wir. Mir fällt aber ein, das Video Samstag ist schon übermorgen. Das sind wir nicht draußen. Das heißt, wir müssen nächste Woche machen. Nächste Woche? Ja? Jawohl, wir machen ja eh den zweiten Teil. Okay, nächste Woche, komm. Wir machen Fuffi da drauf. Ich schmeiß mal einen Giotto rüber. Oh, Jaminas Fuffi. Ja, du hast gesagt, wir hätten schon. Aber kannst du jetzt nicht sehen, wer nächste Woche spielt? Das ist das Problem. Ja, dann würdest du ihn von dir oder so, oder? Ja. Aber zu Stuttgart-Düsseldorf, Alter. Hm? Düsseldorf in Stuttgart, ne? Ja. Gut. Wird schwer für Düsseldorf. Locker. Was haben die denn Stuttgart gegen Bayern gemacht eigentlich? 2-0 verloren. Ja, immerhin, die haben sich ja gefangen. Letztes Mal hatten die 6-7 Blut verloren. Ja, verloren ist verloren, Alter. Ja, aber 2-0 oder 7-0 oder 6-0 ist eine andere Geschichte. Spieltag und Spielplan. Also. Da haben wir. Das ist diese Woche. Nächste Woche ist. Du musst da oben eingeben. Oben. Hier, ja, 21. Spieltag. Nicht später. So. Okay, da haben wir Hannover 96 gegen 899 Hoffenheim. Soll ich sagen? Ja. Übertore. Guck mal, das Problem ist, ne? Du musst alle einen Tipp sagen, das dann aber auch tippen. Ne? Ja, ganz ehrlich, Hoffenheim kommt langsam zu sich, weißt du, wie ich meine? Mhm. Könnte jederzeit bei denen knallen und Hannover 96 ist auch nicht schlecht. Ja, super. Hannover ist heftig. Ja, also dieses. Übertore ist gut, oder? Wallah, Übertore ist gut. Was hast du gesagt? Übertore, ne? Wie viel haben die gespielt? Wir haben gegen Dortmund oder was war das? Ja. 5-4? Okay, weiter geht's. Reuter führt gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Ehrlich? Mhm. Ich, ohne Scheiß jetzt, ne? Ich hasse Fürth, ne? Ja. Aber die können doch nicht die ganze Zeit losen. Jetzt wird die, kommt die Zeit, die dass sie gewinnen. Die haben doch unentschieden. Die sind richtig die MOK des Fußballs. Das richtig am Verkacken. Weißt du, ich hab so ein Gefühl, dass sie gewinnen diesmal. Das wäre, wenn du auf Barcelona für Sieg immer sicher tippen konntest, kannst du auf die Niederlage immer tippen. Sicher. Also ich sag dir ganz ehrlich. Was sagt er? Nein, die verlieren auf jeden Fall. Wolfsburg gewinnt. Wolfsburg auf Sieg? Ja. Mhm. Okay, dann haben wir noch Stuttgart-Bremen. Stuttgart gegen Bremen. Alter. Also dieses Spiel würde ich nicht tippen. Ja, würde ich auch sagen. Nicht anrühren. Bremen. Nicht gar nicht anbrühen. Bremen macht das wohl. Mm-mm. Also nicht anfassen. Nicht anfassen, das Spiel gar okay. Nicht anfassen. Okay. Frankfurt gegen Nürnberg. Frankfurt. Frankfurt. Okay. Bayern gegen Schalke. Bayern. Das ist so wie Barcelona, ne? Was unentschieden, Bruder? Schalke hat letztes doch gegen Augsburg unentschieden gespielt, Bruder. Ja, hast du gesehen, wie die gespielt haben? Ja, Bayern nimmt die auseinander, Bruder. 2-4-0, weißt du, wie ich meine? Da kannst du Übertor tippen. Übertor. Übertor. Übertor ist gut. Bayern gewinnt auf jeden Fall, aber wenn du gute Quote haben willst, Übertor. Dann gibt es noch Augsburg gegen Mainz. Mainz. Solidarität. Weil das ein Oberbücker Junge ist. Augsburg. Aber der spielt eh nicht mehr, der nimmt draußen jetzt. Ja? Ja. Mainz, Alter. Mainz, Bruder, Mainz. Der soll richtig kassieren, dieser Tower, damit der wieder reinkommt. Ja, dann bleibt noch Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf. Ganz klar, natürlich Düsseldorf. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, könnte überlegen. Düsseldorf. Denkt an dieses Wetten und so die Quoten. Aber warte mal, Alter. Wir wetten wirklich alle Spiele, ne? Ja. Alle Spiele. Ne? Das sind dann wie viele Spiele, Alter. Hau rein, okay. Neuner. Gib ihm, geht. Okay, Bruder, wir. Also weißt du, was da rauskommt? Ja, so ein Schild oder jeder für jeden 12,50 €. Was ist das Problem? Nicht deswegen, Alter. Weißt du, was da rauskommt? Nein, Fuffi durch euch, Bruder. Ich hab mir diese Ansage gemacht, bei 12,50 €, drei Döner und drei Getränke, Alter. Blacklein geht wetten, Bruder, was los? Ja, für jeder 12,50 €. Ich mach das auch. Minus. Dann will ich aber mitentscheiden mit den Wetten. Ey, das hat mir richtig gefallen. Komm, weiter geht's. Pepper Beats würde gerne wissen, wer hat die Beats gemacht? Ja, haben wir gesagt. Die Russe, Phonic und Rocky eigentlich. Rocky. Das war's. Das war's. Und warum ist LG immer so lustig? Sieht aus wie ein Clown oder was? dann kommt wieder einer der, die wollen alle wissen, Feature bald mit Farid und LG, bald machen wir ein Video in YouTube, wo wir dich filmen, wie du dein eigenes Album kaufst. Walla, Bruder, wir sehen, wir haben dich erwischt. Killer. Hammer. Die haben mich erwischt. Ere Agün, wir haben sich kennengelernt und angefangen zusammen zu rappen. Ja, gute Frage, echt? Ere, killer Frage. Ich glaube, am längsten kenne ich den Ham. Ihr kennt euch. Woher? Von ganz damals, so hat man sich halt so gesehen. Halt so. Was ist dann passiert? Gar nichts, wurde damals also, so Augen verloren.
Dann habe ich Shalu kennengelernt und ich glaube vorher habe ich sogar noch den Joel kennengelernt. Nabil kannte ich dann durch Joel. Dann habe ich Shalu kennengelernt, die haben Musik gemacht für sich als BTM-Squad, hatten damals halt Studio irgendwo anders, nicht mit mir auf jeden Fall zusammen. Ich habe halt dann für mich selber Musik gemacht und irgendwann halt haben wir dann halt beschlossen zusammen Musik zu machen. Ja, wenn der Schein reinkommt, kenne ich keinen mehr von euch. Wie kam es denn dann dazu, dass ihr angefangen habt zu rappen, würde gern Ahmed Karazahin wissen. Ja, wir hingen alle zusammen ab. Wie gesagt, ne, damals hatten wir schon gerappt gehabt mit BTM Squad und hast nicht gesehen. Und Firus hat ja auch schon seine eigenen Projekte gehabt. Und Firus hat ja auch parallel dazu noch Joel Kars Album aufgenommen. Parallel dazu? Dieses Ein Mann, ein Wort. Wurde ja damals bei Firus produziert. Rappen, also, Alter, da haben wir ja schon zusammen gearbeitet, weißt du, wir waren ja immer schon enge Freunde, wir kennen uns ja alle schon richtig lange. Ich rap seit 7 Monaten, ich habe vorher nicht gerappt. Ich bin eigentlich... Also er hat keinen Bock gehabt zu rappen. Ja, komm, 12 Monate. Er konnte immer schon rappen, ab und zu hat er mal so mit uns gefloten, hast nicht gesehen, weißt du, ich meine? Er wollte immer produzieren und so, weißt du, ich meine? Und dann irgendwann hat er gesagt, komm, rapp ich auch mal. Weißt du, ich meine? Muss mal was einiges gesagt werden. Ja. Yeah. Also nach 5-6 Jahren auf ihn einreden hat er es doch. Aber warte mal, weißt du, der hat schon mal auf einem BTM-Squad... Ja, natürlich Album, hat er gerappt. Auf den Sampler. Ja, auf den Sampler. Das ist noch Schieß, weißt du noch? Vor 6 oder 8 Jahren. Ja. Auf dem Sampler hat er gerappt. Da waren ja auch einige aus. Da waren viele drauf. Da war Fahrrad auch drauf. Damals, als er anfangs sein mit Rappen, da haben wir ihn noch ausgelacht und gesagt, ja, rappt er. Da waren die einfach Zeug noch gewesen. Ja, dann hat Zakaria Marokkan will wissen, was ist mit Miami Yesin aus Dortmund mit dem Song mit BTM? Kommt ihr mal nach Dortmund? Ja, Bruder, klar, kommen wir mal nach Dortmund. Also wir haben ja einen Track mit ihm gemacht gehabt. Der ist noch nicht fertig. Ich habe den versprochen. Miami Yesir, weil wir haben den ja so. Wir haben uns, er hat uns ja, also sein Flow und so hat uns so gefallen und hast nicht gesehen, so weißt du, wie ich meine. Mhm. Weißt doch, wie wir alle so sind. Du bist ja auch nicht anders. Nee. So, man schaut ja immer, so, wer rappen kann, wer nicht rappen kann, wer zu einem passt, wer nicht zu einem passt, weißt du, wie ich meine. Und der ist eben einer, der kann gut rappen, also haben wir gedacht, komm, warum nicht, machen wir mal einen Track zusammen, vielleicht entwickelt sich mehr daraus. Und das ist gut, aber das ist ein guter Junge, ne? Das ist ein guter Junge, auf jeden Fall. Der rappt auch gut, ne? Ja. Dortmund ist generell gut, Bruder. Ich kenn keinen sonst. Viele Talente auf jeden Fall. Ja, ich kenn viel aus Dortmund. Ich kenne jetzt so von niemanden, Alter. Es gibt keinen Relevanten. Es gibt keinen Außen, der so Dortmund auf die Landkarte. Wenn ich jetzt so ein Alter mache. Aber Dortmund ist Dortmund, aber schon den gemacht in dieser Stadt. Dortmund ist eine stabile Stadt. Ja, deswegen. Wäre ich Dortmund, dann mit erster so BVB und so, pff, ich wäre der heftigste Rapper. Komm auf BVB, Bruder. Guck mal, was schon mit Fortuna gemacht hat. Die Straßen da sind auch krass in Dortmund. Weißt du, wie ich meine? Ja, meine ich ja. Wenn Dortmund eine heftige Stadt, wäre ich Dortmunder Rapper, wird man mich auf jeden Fall kennen. Und dann der eine aus Dortmund. Aber irgendwann kommt auch einer aus Dortmund raus, ja. Weil die Jungs sind stabil. Miami Yesin hat doch gute Karten, oder ja. Nicht? Da ist doch noch, da ist einer. Miami Yesin? Schwarzer. Michael O heißt er, der ist gut. Michael O? Michael O, glaube ich, der war gut. War oder ist? Aber ist nicht gut. Besser, nicht besser wie Miami. Nicht besser als Miami? Nein. Guck mal, da haben wir sonst Feature nicht verkarten. Sonst hätten wir besser oder nicht besser? Geworden. Nein. Sag! Besser oder nicht besser? So, willst du diese Arschloch-Fragen machen? Ja, besser oder nicht besser? Ich sag's dir, Bruder, ich sag's dir. Miami Yesin oder Michael O? Yesin. Okay. Yesin. Okay, gut. Sehen wir, der über dich redet. Schwarzer Zusammenhalt und so von dem. Alpergier will gern wissen, wann ist die LG und BTM Tour? Ja, Kinders, wartet mal, zweite Album, dann läuft. Ihr habt da alle diese weiße CD, da kommt die richtige Tour. Aber jetzt sind ja ein paar Konzerte im Mai. Und dann könnt ihr vorbeikommen. Da ist BTM. Nur Mai oder auch im Juni? Vielleicht in den Juni mit rein, weiß ich nicht. Ich habe extra gesagt, vor Mai, Ende Mai, weil Ramadan anfängt. 40 Tage vorher keinen Faxen machen. Und saufen nicht in Auftritt, das ist schon. Ja, warum willst du noch nicht trinken? Aber egal. Ich will das planen. Auf jeden Fall. Zweitens, BTM und LG Kollabo. Ich habe die Schnauze voll von diesem. Versteht ihr das schon nicht? Viermal auf dem Album drauf, Rechnung, Alter. So Kollabo. Aber wer weiß, vielleicht. Wieso wollt ihr nicht? Der ist auf dem Album viermal drauf. Natürlich in Zukunft bestimmt auch Sachen werden wir zusammen machen. Klar, wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein komplettes Album. Ja, weiß, Bruder. Weiß nicht, was ich entwickle, wenn jetzt Gold geht, Bruder. Das ist die Mitgliedung, ey. Ihr wollt hübsch auf Spanisch, egal.